Also die tägliche Arbeit ist wirklich Anlaufstelle zu sein für die Kolleginnen und Kollegen. Jede Woche kriegen wir ein ganzes Paket von Personalmaßnahmen auf den Tisch, die die Personalabteilung nicht ohne uns durchführt, sondern wir schauen drauf, ob alles in Ordnung ist, die Gehaltseingruppierung. Wenn Kündigungen sind, werden wir natürlich gehört. Wenn Einstellungen sind, schauen wir drauf, ob vielleicht interne Bewerbungen vorlagen und ob die angemessen berücksichtigt wurden. Es ist eine große Palette und wir handeln Betriebsvereinbarungen aus, die innerhalb des Unternehmens quasi wie Gesetze wirken. Wir geben damit dem Handeln des Arbeitgebers eine Grenze, die auch für die Führungskräfte wichtig ist. Also natürlich ist es wichtig, für eine Sache einzutreten und auch mal Gegenwind auszuhalten und gemeinsam mit den anderen Betriebsrätinnen und Betriebsräten Positionen zu finden, die man gemeinsam vertritt. Es ist auch wichtig, den Umarmungen, die von der Geschäftsführung ausgehen, nicht immer Glauben zu schenken. Man hat eine Funktion und die ändert auch irgendwann. Natürlich gibt es einzelne Themen, wenn neue technische Systeme eingeführt werden, dafür zu sorgen, dass einerseits die Messung von Erfolgen im Online-Medium möglich ist und trotzdem halt nicht noch mehr Kontrolle für Mitarbeitende und Journalisten entsteht. Das ist wichtig. Aber trotzdem ist der größte Erfolg eigentlich was ganz anderes, nämlich insgesamt über die Jahre hinweg ein Korrektiv zu sein zum Handeln des Arbeitgebers und eine Anlaufstelle für die Kolleginnen und Kollegen. Und so werden wir auch sehr viel genutzt. Natürlich gibt es mit Führungskräften immer wieder Stress. Und ich glaube, manchmal wünschen die uns als Betriebsräte Gott weiß wohin. Aber eigentlich wissen Sie, dass wir echt wichtig sind als Gegengewicht zur Arbeitgeberseite. Und in der Unternehmenskultur unseres Unternehmens würde ich sagen, auch aus Sicht der Führungskräfte sind wir ein wichtiger Teil davon. Also wenn du drüber nachdenkst, du hast deinen eigenen Arbeitsbereich, und den könntest du einbringen in Betriebsratsarbeit. Die es bis jetzt gemacht haben, kommen vielleicht aus einem anderen Ressort, aus einem anderen Teil des Unternehmens. Und das kannst du bereichern, indem du deine eigenen Erfahrungen mit einbringst und dich für die Kollegen besonders einsetzt, die in deinem Bereich arbeiten.